Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich freue mich, Wolfgang. Okay. Es ist ewig her, dass wir eine Immobilie käuflich erworben haben. Ja, wie denn auch? Die haben hier kein Geld. Das war letzten Monat und du warst bisher noch nicht einmal drin. Je ferai ce plus tard, wie ich immer sage. Was? Wir müssten ja auch erst einmal... Ich habe keine Ahnung. Was, Susanne dreht durch und kauft ein Schloss. Ach, du grüne Neune. Du kriegst die Tür nicht auf. Gucken, ob uns die Immobilie zusagt. Der Immobilienmakler ist Maxi von Betzenstein. Ich bin mir sicher, dass er weiß, was unserem Standard entspricht. Maxi von Betzenstein? Genau, der Maxi von Betzenstein. Meinst du nicht, dass seine Immobilien ein wenig über unserem Budget... Selbst die Klamotten liegen über dem Budget, was die haben. Was hast du, Susanne? Sprich es nicht aus, Wolfgang. Was? Das Wort. Budget. Meine luxuriösen Luxusohren verbluten, wenn du dieses Wort in den Mund nimmst. Lass uns einfach bitte nichts überstürzen heute, ja? Ich frag mich, wann der Tag kommt, dass die erfährt, dass die arm sind, wie sie darauf reagieren wird. Maxi von Betzenstein ist da. Maxi! Das Finanzamt hat sich gestern wieder gemeldet. Zwei Konten haben sie mir ebenfalls gesperrt. Lange kann ich den Schein nicht mehr wahren. Herr von Betzenstein, schön Sie... Mich wundert, dass die Gerichtsvollzieher noch nicht alles weggenommen hat, Alter. Zu sehen. Ja, warum hat mir die Frau Nörgel denn ihre Tochter vorbeigeschickt? Hört sie doch auf. Willkommen in wessen Buch. Wie geht es Ihnen auf einer Skala von 1 bis 5 Milliarden Euro netto? Also, glaubt man in Was ist das für eine geile Skala, bitte, Alter? Außerdem meinst du das Helmut-Dollar? Vorgehen ist mal so ungefähr 10 Milliarden. 10 Milliarden, Wolfgang, hast du das gehört? Hallo, ich bin der Wolfgang, der Ehemann von Frau Nörgel. Ach, der Herr Nörgel macht Sport, das ist er vor. Bei denen war es links, bei denen rechts, war das bei euch auch so? Gott. Danke, wir haben ein eigenes Fitnessstudio im Haus. Ah, schau her. Clever Fit, McFit, nein. Zu solchen asozialen Studios gehen wir nicht, nicht wahr? Ja, also das McFit habe ich vor 3 Wochen gekauft. Natürlich. Also, die Herrschaften, reden wir nicht lange um den heißen Brei. Dieses Schlösschen wäre zu erwerben, 7,6 Millionen Euro. Wie bitte? Aua! Aua! Was willst du bitte mit so einem großen Haus, Alter? Ich weiß, ein absolutes Schnäppchen. Wir nehmen es. Na dann gratuliere ich und wünsche einen schönen Tag. Susanne, Moment. 7,6 Millionen Euro, sagten Sie? Ja, natürlich zuzüglich die 600.000 Maklergebühr. Wie kommt ihr denn auf die? Alter! Junge, Junge. Das ist kein Wunder, dass du als Makler reich bist, Mann. Preis. Nun ja, Herr Nörgel, Sie wissen es doch. Die Preise steigen. Wir kaufen das Schloss. Mein Mann hat wieder getrunken. Nun ja, aber heißt es nicht immer, Immobilien sind inflationssicher? Zins, Herr Nörgel. Ich bestimme ja die Zinsen der Europäischen Zentralbank nicht. Wobei eigentlich schon. Ich bin reich. Weil er reich ist, bestimmt er die Zinsen von der Bank. Man kennt es. Ganz normal. Sie uns das Objekt doch erst einmal von innen betrachten, nicht wahr? Ja, na gut. Dann muss ich nur den Termin mit dem Herr Lindner verschieben. Chrissy? Wieso macht der Makler bitte einen Termin, ohne damit die Besichtigung mit einzuberechnen? Hä? Ich komme ein bisschen später. Schlag schon ein paar Bälle, ja? Diesen Bereich nenne ich auch gerne die geringverdienerfreie Zone. Keine Obdach. Oh Mama! Es wäre ja noch schlimmer, wenn in mein Haus Obdachlose wohnen würden. Wobei. Apropos, was macht denn ein Obdachloser am PC? Sagen Sie es mir! Er durchsucht den Papierkorb. Oh, der war frech, Alter. Mann, ey. Naja, wenn er da drin Bitcoins findet, ist er reich. Mann, ey, Mann, ey. Wir sind reich. Wir sind reich. Ein kleiner Spaß muss auch mal sein. Aber natürlich, Herr von Betzenstein. Also, zurück zur Immobilie. Aber natürlich, Herr Meckern. Herr Maul. Herr Maul. Ich finde ja das. Wenn ich Herr Nörgel trifft es auch eigentlich. Kurz unterbrechen dürfte, Sie wollen bestimmt dieses Gemälde da drüben benörgeln. Nein. Sie haben recht, dieses Gemälde wird sofort entfernt. Es wurde von Kindern in Bangladesch gemalt und hat in so einem Anwesen keinen Platz. Und Kinder stinken und übertragen Krankheiten. Da bin ich absolut bei Ihnen, Frau Nörgel. Auch Corona ist ja aus einem Kind entstanden. Warum sind die kein Pärchen, Alter? Da besteht ja ein gewisser Zusammenhang, den man in den Mainstream-Medien nicht so oft hört. Das stimmt. Das wird sich aber bald ändern. Der Vater hat das ZDF gekauft. Anyway. Das war eine schlechte Idee. Anyway, wie gefällt Ihnen das Anwesen, Herr Nörgelmeier? Nun,
Auch wenn wir uns dieses Schloss natürlich ohne weiteres sofort leisten könnten. Mhm. Lass das mit dem. Dein wird im Gegensatz zu Herrn Betzenstein. Ich frag mich eigentlich, wie sein Schufa-Eintrag noch Ja sagt. Hahaha, einfach nur armselig wollte. Also, ich wollte sagen. Bevor Sie sich entscheiden, nur aus der Formalität, das Schloss muss natürlich nochmal energetisch aufbearbeitet werden. Das kostet vielleicht 1-2 Millionchen. Rechnen Sie das bitte mit ein. Sagen Sie nochmal Millionchen. Millionchen. Gott, macht mich das geil. Also, ich möchte Sie wirklich. Oh Mann! Nicht abwimmeln, aber der Krezi wartet. Ja. Kein Problem. Ich überweise Ihnen das Geld heute Abend. Da muss ich. Von Vivi? Wenn sie die Überweisung macht, dann sieht sie doch, dass sie gar kein Geld mehr haben. Ich will mir vorher aber noch kurz bei meiner Bank melden. Nicht, dass sie sich wundern, dass so ein kleiner Betrag überwiesen wird. Das könnten sie für einen. Ein kleiner Betrag? Junge, den kannst du mir mal schicken, Alter. Einen Überweisungsfehler halten. Für die Papa. Ich verspreche dir, ich kaufe mir auch nur ein kleines Haus. Und ich bin gerade gekommen, unfassbar. Oh Mann, das ist so richtig, ich weiß nicht. Eine Kleinigkeit hätte ich dann noch, die habe ich ganz vergessen. Gehen Sie bitte einfach. Ein Spezi von mir, der Phil Laudé, hat eine eigene Serie produziert zum ersten Mal und erhofft sich davon etwas Reichtum, wenn sie geklickt wird. Ich habe sie nicht gesehen, inhaltlich kann ich nichts dazu sagen. Ich hatte auch nicht. Sehr nett. Das stimmt, sehr schlecht. Sicherlich sehr. Wir können sie gemeinsam schauen, um uns darüber lustig zu machen. Und Hasskommentare da lassen. Oh ja, Link in der Infobox. Unten reinklicken. Lasst ein paar Hasskommentare da. Nun komm schon, Maxi. Natürlich. Ich glaube, wenn man fürs Hasskommentare schreiben Geld bekommen würde, wären die wieder reich. Zumindest die Nörgel. Alter, war das krank. Dieses Schloss, Mann. Ich hoffe, ihr hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.